Ich bestelle wohl lieber ein Gepäckträger. Können wir noch miteinander reden, bevor du gehst? Haben wir denn nicht schon alles gesagt? Nun, du vielleicht. Ich hätte noch sehr viel zu sagen. Setz dich doch bitte. Ich habe gestern Abend versucht, dir zu erklären, wie meine Gefühle für dich sind, was ich für dich empfinde. Und ich bin froh, dass ich endlich darüber sprechen konnte. Ja, ich bin erleichtert. Nein, bitte unterbrich mich nicht. Ich bin noch nicht fertig. Es geht nur um mich. Ich werde Angela heute Abend sagen, dass ich die Scheidung will. Das sind die Blutflecken. Ich wollte sie eigentlich entfernen, aber ich dachte, Sie würden sie vielleicht sehen wollen, um Spuren zu sichern. Ich habe das Gefühl, dass plötzlich alle in der Stadt durchdrehen und verrückt spielen. Ich habe Mason gesehen, nachdem das passiert ist. Er hielt es allerdings nicht für nötig, es zu erwähnen. Und Sie ja leider auch nicht. Warren und ich waren im Pool. Ich ging raus und wollte gerade zum Haus gehen. Da stand Mason plötzlich vor mir. Er hatte eine Pistole in der Hand und war furchtbar wütend. Und fing an, auf sie zu schießen. Er sagte, er wollte uns nur Angst einjagen. Er dachte, dass das Magazin leer wäre. Haben Sie das geglaubt? Ja, eigentlich schon. Ich glaubte ihm das. Wurde Warren ernsthaft verletzt? Er konnte jedenfalls noch gehen. Wissen Sie, wo die Pistole jetzt ist? Warren hat sie mitgenommen. Natürlich, sehr vernünftig. Inzwischen hat ja jeder eine oder mehrere Waffen. Ich hab's so satt, dass hier jeder Cowboy und Indianer spielt. Es macht einem Angst. Und ich befürchte, dass Warren etwas Unüberlegtes tut. Das wäre gut möglich. Ich frage Sie deshalb nochmal, haben Sie eine Ahnung, wo er sein könnte? Nein. Cruz, Sie müssen ihn unbedingt finden. Denn solange Mason immer noch an der Theorie festhält, dass Warren und ich ihn töten wollten, sind wir nämlich beide in Gefahr. Das ist richtig. Da ist noch etwas. Denken Sie, dass der neue Bezirksstaatsanwalt denselben Verdacht wie Mason hegt? Dass Sie und Warren den Mord geplant haben, wäre möglich. Und welche Chance habe ich, dass ich offiziell aus dem Fall herausgehalten und nicht erwähnt werde? Je länger es sich hinzieht, desto geringer wird sie. Auf Sie kann ich ja noch zählen. Aber Stapleton, der ist... Dem ist es doch völlig egal, was aus mir wird. Ich will einfach nicht, dass er weiß, dass ich Warrens Alibi bin. Ich fürchte, Sie haben gar keine andere Wahl. Ich mache mir mehr Sorgen darüber, wo jetzt der wirkliche Mörder ist. Jeder Moment, den dieser Mensch noch frei herumläuft, ist vielleicht Masons letzter. Hallo? Verdammt, Warren! Handtücher sind noch im Trockner. Ich hole sie eben, ja? Cruz.
Bruce. Verzeihung, dass ich nicht angerufen habe. Oh, ist schon gut. Kann ich irgendwas für Sie tun? Vielleicht, ich suche Warren. Hier? Ja, haben Sie etwas von ihm gehört? Oh. Sie haben heute so einen offiziellen Ton. Spreche ich jetzt mit Inspektor Castillo oder immer noch mit Ist Cruz? Es ein Problem, meine Frage einfach zu beantworten? Wäre möglich. Und Sie wollen mich nicht reinbitten? Nein, wenn ich das nicht muss. Wieso nicht? Naja, weil Sie heute so als strenger Polizist auftreten und ich fürchte, in dem Fall brauchen Sie zum Reinkommen einen Durchsuchungsbefehl. Ist das Ihr Ernst? Das frage ich Sie. Gut, wie Sie meinen. Wenn Sie es so haben wollen, dann sind Sie also nicht allein zu Hause. Sehe ich das richtig? Gehen Sie etwa davon aus, dass Warren da drin ist? Das wäre möglich, ja. Ah, verstehe. Das heißt mit anderen Worten, Sie haben Grund zu der Annahme, dass er sich in dieser Wohnung versteckt, ausgerechnet bei mir. Die Sache ist die, wenn er sich tatsächlich irgendwo versteckt, dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Und die hier wäre doch ziemlich sicher. Oh, bloße Spekulation. Damit kommen Sie bei Gericht nicht durch. Richtig, ja. Darin sind Sie wirklich gut. Danke, ich tue mein Bestes. Hat vielleicht jemand behauptet, darüber in Kenntnis zu sein, dass Mr. Lockridge hier wäre? Das muss ich wohl verneinen. Oh, verstehe. Heißt das vielleicht, dass das Haus unter Beobachtung steht, was Sie zu der Annahme verleitet, dass er sich hier verstecken Verzeihung, muss? Wie würden Sie das eigentlich nennen, was wir gerade machen? Was ist das für ein Prozess? Ich nenne das den Versuch einer Bürgerin, ihre Rechte vor einem Polizisten zu verteidigen, der vielleicht etwas zu weit geht. Ich sehe umgekehrt eine Bürgerin, die die Arbeit eines Polizisten behindert. Nein, nein, nein. Immerhin hat man Sie gar nicht offiziell damit beauftragt. Möchten Sie, dass ich einen anderen Polizisten herhole? Was denn soll das heißen, dass Sie nicht allein mit mir fertig werden? Sie versuchen gerade, mir eine ganz neue Seite von sich zu zeigen, wenn ich das recht verstehe. Und wie habe ich das bisher gemacht? Sehr gut. Oh, da sind Sie ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh, warum das denn? Sie wollten doch bereits gestern einziehen. Ich habe bei einem Freund übernachtet. Warten Sie, ich nehme Ihnen das zu. Oh, nein, 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 nein. Da hätten Sie schon ein bisschen früher aufstehen müssen, mein lieber Herr Inspektor. Zu spät. Nach Ihnen. Ach, Susanne. Falls Ihr anderer Gast einen Arzt benötigt, dann bringen Sie ihn zu einem. Vielen Dank. Gina, kannst du nicht mal mit einer normalen Stimme sprechen? Was ist denn mit meiner Stimme? Sie ist laut, sie ist kreischend und sie grenzt an Folter. Dann hör doch einfach nicht hin. Wo ist eigentlich CC, sag mal? Zu seiner jährlichen Untersuchung in L.A. Danke sehr. Du solltest wie er sein. Das fehlte gerade noch. Er ist ein Gentleman. Er ist ein Gauner. Was ist das da überhaupt für ein Wein? Das ist nicht meiner. Ich bevorzuge eher Scotch. Nicht, dass dich das etwas anginge. Und wessen ist es dann? Und wo soll der herkommen? Mrs. Raymond möchte zu dir, Mason. Danke, Rosa. Würdest du bitte noch ein Frühstücksgedeck auflegen? Sofort. Sonst noch was, Gina? Oh nein. Erzählt ihr euch jetzt Geheimnisse? Wahrscheinlich. Rosa, im Wohnzimmer stehen eine Flasche Wein und zwei Weingläser auf dem Tisch. Ich kenne meine Pflichten hier durchaus. Ich wollte Mason nur nicht stören. Das meine ich nicht. Wer hat ihn getrunken? CC und Santana. CC und Santana? Wie interessant, Ihre Tochter vergeudet keine Zeit, was? Was soll das denn bitte heißen? Ach, kommen Sie. Als ob Sie nicht bemerkt hätten, dass Santana fast jeden Abend mit CC zusammen ist. Ihre Unterstellungen gefallen mir gar nicht. Sie haben Geschäftliches zu besprechen. Aber natürlich. Klar, ich verstehe das einfach nicht. Erst macht sie überhaupt keinen Hehl daraus, wie wütend sie auf CC ist. Und dann macht sie ihn für ihr ganzes Unglück verantwortlich. Was hat sie eigentlich vor? Das höre ich mir nicht länger an. Sie ist ein wundervoller Mensch. Ich vertraue ihr und ich bewundere sie. Na, wie schön. Es ist zwecklos, dass ich das mit Ihnen berede.
Hat Ihr Liebhaber Sie etwa vorgeschickt? Warren kann für sich selbst sprechen. Ich wollte zu Ihnen. Soll ich Ihnen das wirklich glauben? Wieso sollte ich lügen? Weil ich finde, dass Blondinen mit blauen Augen eigentlich fast immer lügen. Bitte. Sie lügen möglicherweise, weil Sie vor ein paar Tagen versuchten, mich umzubringen, was automatisch alles verdächtig klingen lässt, was Sie mir sagen. Oder legen Sie ein Geständnis ab? Nein, ich gestehe nichts, denn ich habe überhaupt nichts getan. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich Sie endlich davon überzeugen wollte. Sie verschwenden Ihre und meine Zeit. Bitte hören Sie mich an, Mason. Wissen Sie was? Ich würde an Ihrer Stelle nicht versuchen, mit mir zu sprechen. Bitte. Das würde ich wirklich nicht. Sehen Sie, falls Sie es nicht bemerkt haben, ich bin gefährlich. Ich bin unberechenbar und gewalttätig. Ja, das weiß ich. Nur leider geht Ihr Rachefeldzug vollkommen in die falsche Richtung. Oh, Sie sind richtig gut. Nicht das kleinste Zittern in Ihrer Stimme und dann der offene Blick. Aber schließlich müssen Sie ja Ihre Haut retten. Mason, bitte, hören Sie mich an. Gut, ich gebe zu, dass ich verhindern möchte, dass mein Verhältnis mit Warren öffentlich bekannt wird, aber ich kann Ihnen versichern, das ist augenblicklich wirklich Nebensache. Nein, Angela, ganz im Gegenteil, darum geht es. Wenn alle Welt von Ihrer Affäre wüsste, dann würde Julia sich eher David zuwenden. Ach. Sie hoffen, dass ich das um jeden Preis verhindern will und Ihr Geheimnis daher hüte. Ach, das ist doch... Tja, aber das stimmt nicht. Hier geht es nicht um Julia oder David. Ach nein, worum geht es dann? Um diesen Irrsinn zwischen Ihnen und Warren. Hört endlich auf damit. Das ist nicht so einfach. Was wollen Sie denn noch tun, Mason? Sich bei Sonnenuntergang duellieren? Hier geht es um das wirkliche Leben. Sie hätten ihn fast umgebracht mit einer echten Pistole. Ihre Sorge rührt mich. Nein, wirklich. Aber sehen Sie, in den Abgründen meines Verstandes formt sich ein neues Bild. Und dieses Bild zeigt, dass Sie mir ausgeliefert sind. Ein beängstigender Gedanke, nicht? Allerdings. Sie haben so viel zu verstecken. Selbst wenn wir die Kugel in meinem Hals vergessen und den Mord an Amado, ist da immer noch der ungeklärte Todesfall Ihrer Schwester. Können wir die Dinge nicht auf sich beruhen lassen und aufhören zu graben? Dazu sehe ich keinen Grund. Dann lassen Sie sich mal was Entsprechendes einfallen. Immerhin steht Ihr Wort gegen meins. Nein, ich sehe da schon einen entscheidenden Unterschied. Sie können versuchen, mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen, aber meine Worte können Sie ruinieren. Sie sind total blind in dieser Sache. Wollen Sie nicht den Täter finden? Mason, Sie konzentrieren Ihre ganze Kraft in eine falsche Richtung. Das ist Ginas, stimmt's? Das nehme ich an, ja. Erheben Sie zum Schwur die rechte Hand. Was ist das? Wieder so ein idiotisches Spiel? Machen Sie mit. Noch sind alle Trümpfe auf meiner Seite. Sie können entweder sofort nach Hause gehen oder wir reden. Schwören Sie feierlich, die Wahrheit zu sagen. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Mason. So wahr Ihnen Gott, schwören Sie. Ja, tue ich. Haben Sie am 23. September gemeinsam mit Warren Lockridge, nachfolgend als Ihr Freund bezeichnet, in der Absicht auf Mason Capwell geschossen, ihm schweren körperlichen Schaden zuzufügen? Nein, das haben wir nicht. Nein. Dann richten Sie Ihre Augen auf Beweisstück A. Das ist ein Foto Ihres Freundes, der gerade durch das Zielfernrohr der Mordwaffe sieht. Ich denke, dass das Ihre Aussage widerlegt. Ganz und gar nicht. Das Foto beweist gar nichts. Es ist nämlich aus dem Zusammenhang gerissen. Erklären Sie mir das. Warren war auf der Terrasse und hat durch das Zielfernrohr nach unten gesehen, nachdem wir den Schuss gehört haben. Ach, dann benutzte er es als Fernglas. Ja, genau so ist es. Dann war es purer Zufall. Richtig. Ich hätte es genauso sein können, nicht wahr? Sie meinen, er sah durch das Zielfernrohr und Sie haben geschossen? Mrs. Raymond, Sie stehen unter Eid. Denken Sie daran, dass mein Eid streng bestraft wird? Nein, ich habe nicht auf Sie geschossen. Was Sie aber leider nicht beweisen können, oder? Wir haben nur Ihr Wort. Ich meine... Richtig. Ich kann Ihnen nichts weiter dazu sagen. Ich hab's mir doch gleich gedacht. Ihr Wort also. Stimmt es, dass Sie trotz Ihrer angeblich so guten Ehe mit Richter David Raymond zurzeit mit einem anderen Mann ein intimes Verhältnis haben?
Ja, das wissen Sie doch, aber... Das muss Sie ja zu einer Menge Lügen zwingen. Ja, manchmal. Ich bin nicht unbedingt stolz darauf. Und trotzdem beenden Sie die Sache nicht. Darf ich Sie an den Unfall erinnern, bei dem Ihre Schwester Marilyn umgekommen ist? Sie wussten, dass ich kürzlich die Akten zu dem Fall angefordert habe, nicht wahr? Allerdings. Und Sie haben schnellstens diese Akten in Ihren Besitz gebracht. Sie haben sie mir einfach entwendet. Ja. Das heißt, Sie haben die Gelegenheit ergriffen, als ich an der Schwelle des Todes im Krankenhaus lag. Sie sind in mein Büro eingebrochen und haben die Akten gestohlen. Wir können der Liste Ihrer Straftaten also noch Einbruch hinzufügen. Das ist nicht richtig. Ich bin nicht eingebrochen. Sondern? Ich habe mir einen Satz Schlüssel besorgt. Wie erfinderisch. Haben Sie an der Rezeption danach gefragt? Nein. Oder haben Sie meine Taschen durchwühlt, als ich bewusstlos war? Ich habe sie aus Cassys Tasche genommen. Das ist wirklich bewundernswert. Eine trauernde Frau, die zu abgelenkt ist, um auf ihre persönlichen Sachen zu achten. Und schon sind sie da und greifen zu. Wer ist den Wagen gefahren, als sie den Unfall hatten? Lassen Sie mich, ich habe genug von diesem Spiel. Das glaube ich Ihnen gern. Sagen Sie mir, was Sie zu verbergen suchen. Gar nichts. Es war eine sehr schmerzvolle Zeit für mich. Das werden Sie doch sicher verstehen können. Beinahe könnte ich Sie bedauern. Sehr geehrte Damen und Herren Geschworene, das Wort dieser Frau, die so offen und frei heraus ausgesagt hat, ist nichts wert. Sie ist eine Lügnerin, die ihren Mann betrügt. Sie ist eine Meisterin des Komplotts, Versteckspielens, der Lüge und Täuschung. Mason, Sie müssen dafür sorgen, dass dieser Wahnsinn endlich ein Ende hat. Sie machen sich einen Spaß daraus, richtig? Bisher war doch alles ganz lustig. Wissen Sie, vielleicht halten Sie doch nicht so viele Trümpfe in der Hand, wie Sie denken. Ich finde, Sie sind zuweilen recht unvorsichtig, Mason. Ach, wirklich? Wo ist eigentlich Ihre schöne Pistole? Haben Sie sie in letzter Zeit mal gesehen? Ich würde mich an Ihrer Stelle lieber vorsehen. Man weiß nie, ob sie nicht doch plötzlich irgendwo wieder auftaucht. Ist das eine Drohung? Wirkt sie schon? Wenn du das ernsthaft durchziehen willst, dann solltest du dir aber sicher sein, dass du es deinetwegen tust. Ich will nicht im Entferntesten der Grund dafür sein, dass du dich von deiner Frau trennst. Das bist du auch nicht. Meine Ehe war schon kaputt, bevor wir uns wieder begegnet sind. Und warum hast du dann mit der Scheidung so lange gewartet? Das ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Das weißt du doch ganz genau. Es gibt viele Dinge, über die man sich allmählich erst klar werden muss. Und heute weiß ich, dass meine Ehe nichts mit Liebe zu tun hatte. Natürlich bist du der Grund, dass ich das erkannt habe. Tja, ich finde das aber nicht so besonders erfreulich. Ich hätte mich sowieso scheiden lassen, auch wenn wir uns nicht begegnet wären. Bist du sicher? Ich habe lange genug die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis genommen, aber damit ist endlich Schluss. Ich will mich auch nicht mehr hinter meinem Beruf verstecken, Julia. Ich bin lange genug allen Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen. Anscheinend bist du ja fest entschlossen. Ja, an meinem Entschluss ist nichts mehr zu ändern. Ich bin endlich erwachsen geworden. Ich wünsche dir von Herzen, dass du glücklich wirst. Ich wünsche dir nur Gutes und ich will dich nicht dazu überreden, eine unglückliche Ehe fortzuführen. Aber es ist eine entscheidende Veränderung und ich will sicher sein, dass es dir dabei gut geht. Stimmt. Ich nehme an, dass meine Entscheidung nichts an deinen Gefühlen für mich ändert. Leider. Es tut mir leid. Es braucht dir nicht leid zu tun. Was du mir gegeben hast, ist mehr wert, als du dir vorstellen kannst. Was denn?
Ich bin endlich wieder lebendig. Hat Warren dir von meinem ersten Auftrag erzählt? Nein. Ich soll einen Freund von ihm in Russland aufspüren. Du bist doch aus der ehemaligen DDR und nicht aus Russland. Ich spreche Russisch, nicht fließend, aber es reicht zur Verständigung. Und was ist das für ein Freund? Sein Name ist Pavel... Pavel, ich weiß nicht mehr. Ich habe es notiert. Warren hat ihn zuletzt auf einem Panzer vor dem Regierungsgebäude gesehen. Das ist vor einiger Zeit bei einem Aufstand gewesen. Hast du bereits was gefunden? Nein, leider noch nicht. Ich hatte noch kein Glück, aber ich werde dranbleiben. Es ist schön, wenn man einen richtigen Auftrag hat. Kommt Warren wieder hierher? Ich hoffe nicht. Wieso? Ich hab's nicht so gemeint, wie sich's anhört. Ich weiß nur, dass Cruz wiederkommt und mit ihm reden will. Und ich weiß einfach nicht, wie ich ihn hinhalten soll. Das ist mein Problem. Er ist ziemlich hartnäckig. In deiner Haut möchte ich wirklich nicht stecken. Ich auch nicht. Ich hasse es, Cruz anzulügen. Er durchschaut mich sowieso. Er hat mir nur noch eine Gnadenfrist gelassen. Er respektiert dich. Und du hältst auch große Stücke auf ihn. Das tue ich. Jetzt sieh mich bitte nicht so an. Wie denn? Wie denn? Als ob du mich verdächtigst, es wäre was zwischen uns. Ist es das? Nein, absolut nicht. Ich mag Cruz schrecklich gern, aber nicht auf die romantische Art. Das wäre auch undenkbar. Der Mann gehört zu Eden. Seit wann sind Sie denn der Hausfrauentyp? Naja, früher habe ich sowas nie gemacht. Wenn ich nur daran denke, wie oft ich eine Konserve aufgemacht habe, nur weil ich keine Lust hatte, für Brandon und mich zu kochen. Anscheinend hat es ihm nicht geschadet. Er ist glücklich. Das wird der Kleine auch. Hören Sie auf zu schmeicheln. Sagen Sie, was Sie wollen. Oh, gut. Ich brauche nämlich Ihre Hilfe. Das sollten Sie sich noch mal überlegen. Denn wenn Sie mir Ihre Probleme anvertrauen, dann habe ich sie vielleicht in der Hand. Es ist kein großes Problem, mehr ein kleines Dilemma. Ich werde mein Bestes tun. Sehr gut. Wie behandle ich Mason? Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht wie. Sie scheinen ihn ja irgendwie richtig zu mögen. Das stimmt. Das tue ich. Ich habe ihn ziemlich gern. Oh je. Wie kann man diesen Fiesling mögen? Ja, manchmal ist er unerträglich. Das stimmt. Aber das stört Sie nicht. Das gleicht sich immer irgendwie wieder aus. Er ist zwar schwierig, aber er hat ein gutes Herz. Ach ja? Wo versteckt er es? Meist hinter dicken Mauern. Wissen Sie, Mason ist eigentlich ein wunderbarer Mensch. Zu manchen Zeiten war er der einzige Freund, den ich hatte. Ich weiß nicht, wo ich ohne ihn wäre. Wenn Sie das sagen. Du bist ein wundervoller Mann, David. Wer weiß? Wäre es vielleicht anders gekommen? Du hast recht, das weiß man nie. Na ja, auf der Uni habe ich mich ganz schön in dich verknallt, aber das weißt du ja sicher. Das war nicht zu übersehen. Seit damals ist viel passiert. Du hattest Mason. Und ein Baby. Und ich eine Frau. Und wenn ich sie nicht... Wer weiß? Du bist mir wichtig. Dich zu lieben wäre ganz leicht. Aber schließlich zählen da noch andere Kriterien. Welche denn? Du bist immerhin eine hochgestellte Persönlichkeit. Ich glaube, das ist nichts für Samantha und mich. Noch bin ich nicht Präsident. Solltest du vielleicht werden. Wir brauchen einen Demokraten. Was ist mit Mason? Mason ist Republikaner. Dazu will ich nichts weiter sagen. Du hast doch gesagt, dass du noch etwas für ihn empfindest. Ich glaube, es ist mehr, als du dir eingestehen willst. Sehr vernünftig ist das nicht gerade, oder? Das ist die Liebe wohl nie. Zu 50% hasse ich den Mann. Ich kann ihn manchmal nicht um mich haben. Aber? Ohne ihn kann ich offenbar auch nicht leben. Das heißt, wahrscheinlich will ich es nicht. Es sieht nicht so aus, als ob ich gewillt wäre, mein Leben ohne Mason zu verbringen.
Entschuldige bitte, es ist mir schon runtergefallen. Ich gehe jetzt einkaufen. Brauchst du irgendetwas? Nein, danke, Rosa. Dann bis nachher. Gut. Ihr Köpfelmänner seid doch unglaublich. Kannst du nicht mal ans Telefon gehen? Hallo? Hallo? Aufgelegt. Ist ja auch kein Wunder. Was ist denn los mit dir? Das hätte doch wichtig sein können. Dann melden die sich wieder. Wie geht es Baby Capwell? Wunderbar. Ich glaube, es wird ein großer, starker Mann, genau wie sein Vater CC. Glaubst du, dass CC im Leben meines Kindes eine Rolle spielen wird? Das kommt ganz darauf an, was du darunter verstehst. Wenn du meinst, ob er ein liebevoller, toleranter Vater ist, würde ich sagen, nein. Seine Biografie spricht für sich. Ich weiß, dass er dir und Ted nicht immer ein guter Vater war. Er war vielleicht ein besserer für Eden und Kelly. Aber da bestand ja auch kein Anlass, sie zu zwingen, so wie er zu werden. Aber er hat sich geändert. Siehst du denn das nicht? Nein, leider nicht. Aber ich wünsche dir und dem Baby, dass du recht hast. Ich denke, noch ein Sohn wird CC sicherlich gut tun. Dann merkt er vielleicht, was wirklich im Leben zählt, was wichtig ist. Und zwar? Ach, nichts. Na los, worauf willst du hinaus? Jetzt sag schon. Wieso soll ich denn auf irgendwas hinaus wollen? Weil das in der Regel so ist. Du wirkst beunruhigt. Also gibt es eine unvorhergesehene Störung in deinem Plan. Du irrst dich. Mal sehen. Zunächst hattest du geplant, die bald bevorstehende Ankunft eines Erben anzukündigen. Du warst der Hoffnung, das würde dir auf Dauer CC und sein Geld sichern. Hab ich recht? Du bist so ein gemeiner Fiesling. Dann hat Sophia ihn verlassen und das... Das kam dir doch sehr gelegen. Jetzt wohnst du selbst auf dem Anwesen. Direkt vor der Nase von CC, sodass er dabei zusieht, wie sein wehrloses Opfer aufwächst und er gleich mit einbezogen wird. Guter Plan. Er hat auch funktioniert. Und was ist jetzt passiert? Sag du's mir, du weißt doch immer alles. Santana. Sie ist also der Faktor, mit dem du nicht gerechnet hast. Aber ich... Und jetzt kriegst du das große Zipfel. Nein! Das ist wirklich lächerlich. Das ist nicht lächerlich, Gina. Du hast wahrlich allen Grund zur Sorge. Ehrlich? Mhm. Baby oder nicht Baby? Ihr Blatt ist auch nicht schlecht. Der Schuldfaktor. Bei meinem Vater zieht der immer am besten. Und dann ist sie eine Schöne. Du meinst eine Hexe? Ist das nicht süß? Nein, ich sagte eine Schöne. Soll ich rangehen? Ja, wenn du willst. Ja. Hallo? Hallo! Ist ja unglaublich. Und, Durchsuchungsbefehl? Nein, aber ich wollte Sie bitten, Ihrem Boss etwas auszurichten, wenn das geht. Brauche ich dafür eine amtliche Urkunde oder machen Sie das so? Ach, ich umgehe einfach mal die Vorschriften ausnahmsweise. Gut, das ist sehr freundlich von Ihnen. Sagen Sie ihm bitte, dass er nirgendwo hingehen soll, wenn es nicht sein muss. Und Sie und Katharina sollten sich auch vorsehen. Ist das eine Warnung vor einer bestimmten Person? Zumindest warne ich Sie vor Mason. Und dann gibt es natürlich noch jemanden, den wir nicht kennen. Tatsache ist, dass Warren nun mal Schwierigkeiten auf sich zieht und ich möchte verhindern, dass jemand mit hineingezogen wird. Ich habe eine Idee. Ich gehe mit Ihnen essen und wir reden. Gut. Sind Sie allein? Jetzt ja wohl nicht mehr. Sparen Sie sich diese Tour für Ihren Mann oder sonst jemanden. Ich habe keine Zeit für Ihre Spielchen. Ich lasse mich nicht länger von Ihnen beleidigen. Die Anrufe. Was für Anrufe? Sie sind kindisch und ärgerlich, also hören Sie auf damit. Mal sehen, ob ich es errate.
Ich versuch's. Sie werden also am Telefon belästigt, habe ich recht? Beachtlich, das haben Sie ja ganz allein herausgefunden. Ich fürchte, ich bin nicht Ihr Mann. Vielleicht meine Frau? Oh, mit Sicherheit nicht. Dann muss es Warren sein. Warren begibt sich nicht auf so ein Niveau. Wollen Sie meine Meinung dazu hören? Ich würde sagen, dass die Anrufe vom Mörder stammen. Das führt uns wieder zu Warren. Diese Anrufe müssen endlich aufhören. Sagen Sie ihm das. Mason, ich kann einfach das Gefühl nicht loswerden, dass die Feindschaft zwischen Ihnen und Warren damit zusammenhängt, dass Sie Cassie vor den Altar führen wollen. Wieso sagen Sie das? Ich habe Augen und Ohren. Fragen Sie lieber Warren. Wenn ich nicht wüsste, dass Warren und Cassie verwandt sind, würde ich glauben, Sie waren mal verliebt. Und dass Sie sie ihm weggeschnappt haben, habe ich recht. Aber Sie sind verwandt. Würde es Ihnen was ausmachen, mir zu sagen, was eine Frau an Warren Lockridge so attraktiv findet? Sein Humor. Seine Furchtlosigkeit, sein Charme, die Spontanität. Er weiß, wie eine Frau richtig behandelt werden will. Und er sieht außerdem gut aus. Mrs. Raymond, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich annehmen, Sie seien verliebt. Verliebt? Machen Sie nicht so ein entsetztes Gesicht. Ja, mit der richtigen Person unter den richtigen Umständen kann das etwas sehr Schönes sein. Sie haben sich nur leider die falsche Person unter den falschen Umständen ausgesucht. Aber das Leben ist selten vollkommen. Und verliebt. Und woher kommt der rosige Hauch auf Ihren Wangen? Oder ist der eine Folge der Turnerei zwischen den Laken? Sie sind widerlich und ekelerregend. Ich möchte, dass Sie gehen. Jetzt machen Sie mal halblang. Was Sie machen, ist nicht weniger widerlich. Ich bin diese Unterhaltung langsam leid. Wissen Sie, Sie machen da eine gefährliche Gratwanderung. Sie wollen das Leben und die Macht, die Ihr Mann Ihnen bieten kann. Aber Sie wollen sich auch in der Gosse mit Warren herumwälzen. Beides kann aber nicht funktionieren. Sie stolpern und fallen. Und glauben Sie mir, das ist ein sehr langer und tiefer Fall. Ach, wie blöd von mir, dass ich die Unterlagen vergessen habe. Und Sie haben nichts dagegen, wenn ich Ihre Wohnung betrete? Natürlich nicht. Na schön. Sie wollen also mit mir reden? Ja. Ich wollte nicht abweisend sein. Sie können ruhig fragen. Na gut, haben Sie Warren gedeckt? Ja. Vor mir? Er hat mich gebeten, gerade Ihnen nichts zu sagen. Wieso? Weil Sie ihm was bedeuten. Und wie soll ich das jetzt verstehen? Er wollte Sie nicht mit reinziehen, falls sein Plan schiefgehen sollte. Er meint, je weniger Sie wissen, desto besser für Sie. Das heißt, er versucht jetzt ganz allein nach dem Mörder zu suchen? Ja, weil Ihnen die Hände gebunden sind. Um Gottes Willen. Es wäre besser für Sie, wenn Sie ein bisschen weniger hilfsbereit wären. Was soll das jetzt wieder? Ich finde es unverantwortlich von Warren, dass er Sie auf diese Weise benutzt. Ich habe es selbst so gewollt. Möglicherweise. Aber ich verzeihe ihm niemals, Susan, und mir selbst auch nicht, wenn Ihnen etwas passiert. Ah, hallo, meine kleine Prinzessin. Willkommen zu Hause. So ein Zufall, dass ihr beide gleichzeitig hier eintrefft, wo ihr doch aus ganz unterschiedlichen Städten kommt, nicht wahr? Ich habe Julia zufällig am Flughafen getroffen. Na sowas, rein zufällig. Hallo, hallo. Ja. Du bist also auch hier. Ja, Samantha hat mir gefehlt und ich dachte, du hättest sicher nichts dagegen, wenn ich sie besuche. Was macht denn dein Hals? Danke, die Fäden jucken nur noch etwas. Ich freue mich, dass es Ihnen wieder besser geht, Mason. Also, wir sehen uns dann im Gericht. Sag auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, sehr schön. Ich habe dir was mitgebracht. Ich bringe dir doch immer ein Geschenk mit, das weißt du doch. Das stimmt. Oh, und heute. Das ist toll, nicht? Ja. Ist das nicht niedlich? Ja. Sieht weißt aus du, wie was Daddy. Das ist? Ein Rhinoceros. Du bist wirklich ein kluges Sie Mensch. Sie ist so schlau. Ja. Sie ist meine Tochter. Und meine auch. Du hast mir gefehlt. Warst du auch brav? Sie war das liebste Kind auf der Welt. Sehr gut. Tust du deinem Daddy einen Gefallen? Magst du deinen Mr. Rhinoceros in dein Zimmer bringen und mit ihm spielen? Dann kann ich mich ein bisschen mit der Mami unterhalten, ja? Ist gut. Ich helfe dir auch. Komm, nimm schön deine Sachen. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Deinen Zug und was sonst noch hier alles rumliegt. Ich weiß, wir sind nicht mehr verheiratet und ich habe kein Recht, dir etwas vorzuschreiben. Richtig. Trotzdem von mir ein Rat.
Vorsicht bei deinen Verabredungen. Ihr beide unterschätzt Angela gewaltig. Sie wird ziemlich wütend sein, wenn sie erfährt, was mit euch ist, auch wenn sie selbst nicht gerade ein Ausbund an Treue ist. Es ist gar nichts zwischen uns. Das heißt, es sei denn, Angela und der liebe Warren, das stadtbekannte Gangsterpärchen, machen den Weg für dich und David frei. Du willst mich schon wieder verrückt machen, aber das werde ich nicht zulassen. Ich sehe schon. Nein. Und dabei will ich dich nur beschützen. Du brauchst mich aber nicht zu beschützen. Da irrst du dich, du irrst dich. Julia, lass das bitte. Komm mal her. Ich weiß, dass ich dich manchmal nerve. Ich schlage den falschen Ton an, die falschen Worte. Ich weiß das alles. Lass das. Aber du und Samantha, ihr seid für mich das Wichtigste auf der Welt. Das weißt du doch, oder? Angela, hier ist Mason. Ich glaube, Sie haben etwas, das mir gehört, und ich hätte es gern zurück. Sollten Sie sich weigern, es mir wiederzugeben, mache ich von meinem fotografischen Gedächtnis Gebrauch. Ich gewinne so oder so. Ciao. Bist du zu Hause? Ja, auf der Terrasse. Hallo, Liebling. Wie war die Reise? Ganz gut. Mein Gott, was ist denn das? Das sieht ja aus wie Blut. Ich habe etwas Rotwein verschüttet. Wir müssen miteinander reden. Von mir aus? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Es fällt mir nicht leicht. Das hört sich so ernst an. Das ist es auch. Du und ich, wir haben eine Geschichte. Wenn man so viel gemeinsam durchmacht wie wir beide, dann schweißt einen das fürs Leben zusammen. Du wirst mir immer viel bedeuten. David, das hört sich irgendwie schrecklich an. Dir ist sicherlich nicht entgangen, wie sehr ich mich in letzter Zeit verändert habe. Du verhältst dich so furchtbar distanziert und du bist unerreichbar. Das tut mir leid, aber ich musste über ein paar Dinge nachdenken. Wir haben geheiratet, ohne dass wir uns je geliebt haben, und das war für uns beide ein Unglück. Am Anfang dachte ich, dass sich vielleicht irgendwann einmal so etwas wie Liebe bei uns einstellen würde, aber leider ist das nie geschehen. Es ist bei dir vielleicht nie geschehen. Denn sonst... Sonst wärst du der einzige Mann für mich, und zwar für immer. Wenn das so ist, dann tut es mir leid. Es ist so, David. Und was geschieht jetzt? Soll ich es nur sagen? Angela, ich will die Scheidung. Ich komme gleich, Samantha. Julia, ich will deinem Glück nicht im Wege stehen. Ich wünschte nur, du würdest einen anderen finden, nicht David Raymond. Du kannst dich nicht länger in mein Leben einmischen. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Wir werden nie aufhören, füreinander da zu sein, das weißt du. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich schreibe dir nichts vor, ich warne dich nur. Angela Raymond ist eine wirklich gefährliche Frau. Naja, sie ist ein bisschen eigenartig, aber gefährlich. Ja, gefährlich. Und du gefährdest ihre Ehe, absichtlich oder nicht? Julia. Mason. Wären wir uns doch nur egal. Aber das geht nicht. Du bist mir so wichtig.
Liebe und Intrige, Lust und Leidenschaft, Menschen und ihr Schicksal im California-Clan. RTL, einfach unwiderstehlich.